Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13 Karrieremodus mit dem HSV. DFB-Pokal, Viertelfinale, HSV empfängt die Eintracht aus Frankfurt. Aber bevor wir ins Spiel gehen, mal ganz kurz, was ich im letzten Part vergessen habe zu erwähnen. Nochmal ein Sorry dafür, dass die Parts 91 bis 93 müssen das gewesen sein, von der Bildqualität so ein bisschen schwammig gewesen sind, zum Teil sehr verwackelt gewesen. Ihr habt das vielleicht mitbekommen aus meinen Feeds und vielleicht auch bei Facebook, dass ich da geschrieben habe, dass ich beim Rendern Probleme hatte mit meinem FIFA-Part. Komischerweise hat das wirklich nur meine FIFA-Parts betroffen, nicht meine weiteren PS3-Projekte. War alles sehr mysteriös, aber ich hoffe, ab dem letzten Part, den habt ihr jetzt hoffentlich schon gesehen, ist alles wieder soweit in Ordnung. Ich hatte mal kurz vorher eine 2-Minuten Testaufnahme gemacht und da konnte mein Render- und Aufnahme- bzw. mein Render- und Bearbeitungsprogramm das wieder verarbeiten. Also ich denke, die Chancen stehen da ganz gut, dass jetzt wieder alles normal läuft. Aber jetzt erstmal ins Spiel. Am 5. Februar 2014, Anstoß, 20 Uhr. Wieder zu Hause, wieder ein Flutlichtspiel mit Heimo Wasserschneider als Schiedsrichter und der bringt gleich mal ein bisschen Regen mit nach Hamburg. Aber soll uns nicht stören, denn im Jahr 2014 haben wir 4 Spiele absolviert und haben 4-mal gewonnen. So kann es doch weitergehen, hoffentlich auch hier im DFB-Pokal gegen Frankfurt. Kommen wir kurz zu den Aufstellungen. Da hat der HSV gleich 6-mal umgestellt. Van Beuten, Jansen, Badel, Beister, Son und Juf rücken alle in die Startelf. Aogo und Eriksen heute nicht mal im Kader, also heute war wirklich wieder ein bisschen Rotation. Habe ich im Pokal ja sowieso vorgehabt, da mal ein bisschen durchzuwechseln. Und ganz vorne halt mal wieder probieren mit Mamet, Juf und Son. Aubameyang erstmal wieder auf der Bank, beziehungsweise das erste Mal überhaupt auf der Bank. Mal schauen, wie es so läuft. Juf und Son haben ja schon gegen Köln zusammen da vorne agiert, am letzten, vorletzten Bundesligaspieltag. Da haben beide getroffen, mal schauen, wie es im DFB-Pokal läuft. Gegen die Eintracht aus Frankfurt, die treten an mit folgender Aufstellung im Tor Trapp. Die Viererkette Sebastian Jung, Carlos Zambrano und Anderson da Silva. Links Bastian Obschipka. Auf der Doppel-6 Sebastian Rode und Pirmin Schwegler. Dann drei offensive Mittelfeldleute mit Matmur, Köder und den Japaner Inui. Und ganz vorne ist mein Schreckensgespenst, Mike Hanke. Hat im letzten Bundesliga spielt auch doppelt getroffen gegen HSV. Die Frankfurter bescherten uns die einzige Auswärtsniederlage bislang in dieser Saison. Ich weiß gar nicht, wie es ausging. 1:3. Irgendwie sowas. Und auch schon in der Vorsaison kam mir mit 2:4 auch einmal heftig unter die Räder bei der Eintracht. Also ist auf jeden Fall eine Art Angstgegner für uns. Da müssen wir gewaltig aufpassen. Auf der Bank haben sie noch einen Alex Meyer, der ja im Real Life sehr gut spielt für die Eintracht. Hier nur auf der Bank sitzt. Auch ein gebürtiger Hamburger übrigens, hat er mal beim HSV, ich glaube, 2 Spielzeiten gespielt, aber kam nie über sein Status-Talent hinaus. Bei Frankfurt ruft er sein ganzes Talent momentan ab und stellt es auch in Dienst seiner Mannschaft. Ansonsten Olivier Ocean, Celozzi, Larnikoffer sind jetzt nicht die Überspieler, aber trotzdem hatten wir bis jetzt immer Schwierigkeiten mit den Frankfurtern gehabt. Mal schauen, wie es im DFB-Pokal läuft. In der Bundesliga am letzten Spieltag haben sie gewonnen gegen Nürnberg 2:1. Davor gegen Stuttgart verloren. Das kann passieren und unentschieden gegen Hannover gespielt. Also schwer einzuschätzen, die Eintracht hat in der Bundesliga mit dem Abstieg nichts zu tun. Aber Europa ist auch nicht sehr viel, wow, der ist noch drin, nicht sehr viel weiter weg. Also klassischer Mittelfeldplatz momentan und hier läuft es ganz gut gerade zwischen Juf und Heumann-Son. Wow, was ist denn hier los? Wenn die beiden gleich hier so auch zusammenspielen. Ah, schade, aber das müsste ein neuer Rekord sein. Jo, fast um das Doppelte hier mal aufgestockt. 7000 Punkte, nicht schlecht. Das ist auch ein gutes Zeichen für, hoffentlich ein gutes Zeichen, für das nächste Spiel, HSV gegen Frankfurt. Im DFB-Pokal.
Im Regen von Hamburg ist unser Ziel klar, das Erreichen des Halbfinals. Auch mit einer deutlich umgestellten HSVer 11. Die Qualität ist nicht viel schlechter geworden, will ich meinen. Nur wenige vom München-Spiel sind noch in der Startelf geblieben. Van der Vaart, der Kapitän, gehört natürlich dazu. Obwohl er eine anstrengende Länderspielwoche vor sich hat. Auch ein David Alaba, der Matchwinner vom Bayern-Spiel erneut. Heute wieder in der Startelf. Das sind so zwei Kräfte, auf die ich sehr ungern verzichte. Auch ein Kouyaté in der Abwehr, Chef, heute wieder dabei. Und auch ein Dennis Diekmeier als Rechtsverteidiger. Sehen wir hier auch noch meine Startaufstellung. Almenzon, warum er jetzt hier gerade eingetragen wird, keine Ahnung. Ist momentan ja unser bester Torjäger, vielleicht deswegen, gemeinsam mit Eriksen, der heute nicht im Kader steht, eine Pause bekommt. Juf und Zorn sollen es vorne richten. Mamet Juf hat zuletzt gegen Köln auch ein Tor immerhin geschossen. Kann in dieser Saison ja für seine Verhältnisse, das hat er auch uns und der Presse deutlich gemacht, dass er nicht zufrieden mit seinen Einsatzzeiten ist. Wir haben ihn ja damals versprochen, als wir ihn von Hannover 96 holten, dass er ein wichtiger Stammspieler sein wird. Den Status hat er mittlerweile nicht mehr. Hat sich auch ein bisschen selber zuzuschreiben, denn er ist ein kleiner Chancentod. Real Life technisch als auch hier im Let's Play. Und jetzt stößt der HSV an mit Juf und Holmenson zur ersten Halbzeit. MDFB-Pokal, Viertelfinale. Wir wollen nach Berlin und dafür tun wir alles. Wenn wir an die Leistung und vor allem an die Effektivität aus dem München-Spiel, was wir ja wirklich ein bisschen glücklich gewonnen haben, anknüpfen können, stehen die Chancen heute gut. Aber Inouye tritt hier das erste Mal an, der ist richtig schnell. Aber Kouyaté ist schneller, Tanke. Holmenson, Van der Vaart. Oh, ein super Zuspiel, der spielt super Bälle auf Mamet Juf. Keine 5 Minuten gespielt. Da macht er Schleiersitz. Oh, das geht ja so gut weiter. Ein super Zuspiel von Kapitän. Deswegen ist Van der Vaart sowas von wichtig. Hat er gegen Bayern auch so ein klasse Spiel beim 1-0 gespielt. Beim 1-0 Treffer vorgelegt. Was rede ich hier? Ich sollte mich aufs Spiel konzentrieren. HSV wieder in Führung. Kouyaté, Ball weggerutscht. Von Sebastian Rode müsste das gewesen sein. Alaba, der Ball ist noch im Spiel. Son, bringt mal eine gute Flanke. Warum nicht? Juf verliert das Kopfballduell. Oh, die Hamburger setzen nach Van der Vaart. Ah, schwierig, den Ball aufs Tor zu bringen. Aber ich glaube, da wäre Trapp auch da gewesen. Zu wenig Dampf hinter diesen Schuss. Van der Vaart, der letzte Saison mit 9 Toren unser bester Schütze. In dieser Saison noch kein einziges Tor. Glänzt nur als Vorbereiter, aber es reicht ja auch. Tore schießen andere, zum Beispiel er, Holmenson. Milan Badel, heute für Maher mal wieder in der Startelf. Diekmeier, Beister bekommt auch mal wieder seine Chance. Zuletzt ja ganz gut. Fehlpass Badel, geklärt von den Hessen. Van Beuten wird nach der Saison den HSV wohl verlassen. Van der Vaart, Mamet Juf. Alaba, sehr viel Ballbesitz für den HSV. Frankfurt kommt gar nicht ins Spiel. Milan Badel aus der Drehung. Und den wollte er ganz schick machen ins lange Eck. Aber Kevin Trapp auf dem Posten. Erste Ecke des Spiels. Natürlich ein Mann, eine Sache für den Mann. Rafael Van der Vaart mit der Ecke. 2-0. Auf zum Kapitän. Mamet Juf, Doppelpack. Meldet sich hier doch noch mal zurück im Kampf um den Stammplatz da vorne. Ist ein ähnlicher Stürmertyp wie Aubameyang, der heute nur auf der Bank sitzt. Schnell, Kopfballstark, Schussstark, Dribbelstark. Bloß den Abstoß hapert manchmal bei Juf in Sachen Chancenverwertung. Heute alles andere als ineffizient. Zwei Chancen, zwei Tore, ähnlich wie das Spiel gegen die Bayern. So kennt man den HSV nicht, aber die Frankfurter kommen. Und da ist mal wieder mein Schreckensgespenst, Mike Hanke, nur noch 1:2. Und wieder so viele Tore in der Anfangsphase, wie schon gegen München. 3 Tore nach einer halben Stunde, auch hier. Hier dauert sogar nur 17 Minuten, 3 Treffer.
hat das HSVer Publikum schon zu sehen bekommen. Und es bleibt auch dabei, der HSV ist im Jahr 2014 noch nicht einmal ohne Gegentor geblieben. Und ein sehr ähnlicher Verlauf wie im Spiel gegen Bayern. Frühe 2:0 Führung, aber direkt der Anschluss. Und wieder Unkonzentriertheiten hier von Dietmeier. Aber Beißer fängt den Ball gut ab. Badel. Groß van der Vaart, den suchen sie jetzt. Ah, den wollte ich eigentlich so nicht spielen. Jansen kommt nicht dran. Konter für die Frankfurter. Die kommen jetzt langsam besser ins Spiel mit Benjamin Köhler. Guter Ball für Pirmin Schwegler, den Sechser. Gute Drehung gegen Dietmeier. Aber Ball ist noch im Spiel. Ah, die Frankfurter sind jetzt aufgewacht. Köhler. Nächste Flanke. QRT vor Baumann. Und Van der Vaart bekommt den Ball nicht weg. Und das ist wieder der. Ey, das ist doch echt nicht mehr zu fassen. Ich glaube, der spielt in jedem Spiel gegen das er mich spielt, macht er einen Doppelpack. Das ist doch echt nicht zu fassen. Keine halbe Stunde vorbei. 2:2. Und unglücklich von Badel, der den Ball genau vor die Füße von Mike Hanke lenkt. Doppelpack Juf. Das kann Mike Hanke, der Weltfußballer natürlich, mindestens genauso gut und macht eben auch schnell einen Doppelpack. Publikum irgendwie kurzzeitig geschockt, genau wie der Trainer gerade eben auch. Meine Herren, nächster Fehlpass von Zorn. Was ist denn los? Setzt immerhin nach, Einwurf für die Frankfurter mit Schwegler. Köhler. Dietmeier lässt sich da auch sehr vorführen von Benjamin Köhler, dem linken Mittelfeldmann der Frankfurter. Guter Ball, öffner Ball für Rode. Wieder Köhler. Und das wieder Mike Hanke. Lass den bloß nicht schießen. Das ist der Killer von den Herren. Van der Vaart. Jetzt erstmal wieder ein bisschen Ruhe ins Spiel bringen. Heumetson. Aber der Weg zum Tor ist noch lang. Keine Anspielstation. Jetzt bietet sich Badel an. Van der Vaart. Juf. Der wird doch nicht! Mare Juf! Mit dem Innenriss nach innen gespielt, wollte ihn reinzirkeln, aber der Ball geht dann doch einen guten halben Meter vorbei. Und viel über die linke Frankfurter Seite geht hier. Diesmal gut dazwischen gegangen von Maxi Weister. Sieht man ja auch, das war ein ganz schlechter Ball. Der Rechtsverteidiger überhaupt nicht drin im Spiel. Sebastian Jung, Matt Moore. Und dann das Foul von Kapitän Van der Vaart, taktisches Foul, ganz klar. Muss mit Gelb geahndet werden. Und da sieht Heimo Wasserschneider ebenso. Foul an Pirmin Schwegler. Und der tritt auch gleich den Freistoß, der Schweizer Nationalspieler. Erstmal rausgeköpft, mal mit Juf. Aber Ball landet wieder bei den Frankfurtern. Und die HSVer rücken nicht raus. Weil mit Zorn, oh, stark behauptet den Ball von Rode. In Real Life ja immer noch ein Thema beim FC Bayern. Und nächste Chance. Und der HSV bekommt den Ball mal wieder nicht weg. Aber jetzt hat Dietmeier den Ball sicher. Aber für den Konter. Und da bleibt Beißer auf einmal wieder stehen. Für den Konter war das einfach viel zu wenig nachgerückt. Und Frankfurt kommt immer besser ins Spiel. Sehr beunruhigend. Obczepka, Schwegler wieder. Obczepka geht mit, Beißer muss mit zurück. Und wieder bei Baumann da in seinem Kasten. Und wieder direkt vor die Füße eines Frankfurters. Und wieder Schwegler mit seiner Drehung zum 500. Mal. Und 300. Drehung und immer noch hat er den Ball. Leute, jetzt geht doch mal vernünftig drauf da. Köhler liegt quer, wieder Schwegler. Oh, wie viele Ballkontakte hat er denn? Flanke Köhler, cooler Tee dazwischen und endlich hat der HSV mal den Ball. Son und dann ist natürlich Halbzeit. Ein sehr kurioses Spiel. Doppelpack Mame Juf, Doppelpack. Ich will es gar nicht mehr sagen. Mike Hanke, Weltfußballer in FIFA, mein
einer meiner meistgehassten Spieler hier in diesem Spiel. Unentschieden zur Pause. Stuttgart führt 2-1 zur Pause gegen Hoffenheim. Sind also auch auf Halbfinaleinzug. Da muss beim HSV wahrscheinlich noch ein bisschen mehr kommen. Und vielleicht sogar noch eine weitere Stammkraft her. Von Alaba noch überhaupt nichts zu sehen. Beißer kaum gelaufen. Kein Wunder, der hat glaube ich auch eine Arbeitsrate defensiv niedrig. Ja, bedeutet er läuft wenig mit zurück. Gefällt mir normalerweise nicht so gut. Jensen auch noch kaum zu sehen. Diekmeyer möglicherweise austauschbar, aber da hätten wir nur Rincon auf der Bank. Barosch jetzt noch reinzuwerfen, weiß ich auch nicht. Aubameyang könnten wir später noch bringen, aber wir werden erstmal so weiterspielen. Gegen unseren Angstgegner Frankfurt. Die schenken uns wirklich in jedem Spiel mindestens 2 ein. Wenn Maikanke mitspielt, sowieso mindestens 3. Weiß auch nicht, was die Frankfurter besonders an sich haben, dass wir so schlecht gegen die aussehen. Diekmeyer, oh, macht seine Seite da auf. Und wenn die Flanke ein bisschen besser gekommen wäre, steht hier 3:2 für die Eintracht. Und jetzt Konter über Son. Was macht er? Heuminson. Idee gut. Umsetzung schlecht, Alaba kommt nicht ran. Aber Son setzt nach. Gut gemacht. Mahmet Schuf. Das ist Beister. Was macht er? Beister. Dauert alles zu lange. Und so wie die Frankfurter im Ballbesitz. Über Mike Hanke. Der spielt mal aus dem Fuß so einen kleinen Superball. Und Diekmeyer, der ist schon wirklich K.O. Muss hier faulen, aber Vorteil für die Frankfurter doch nicht. Abgepfiffen, Freistoß. Und das ist eine Sache für den Japaner Inui. Und wieder bleibt Baumann drin. Und ich weiß gar nicht, welcher Frankfurter da geköpft hat. Baumann verhindert. Das 3:2. Nachdem er da zögerlich rauskam, macht er den Fehler wieder gut. Alaba. HSV völlig von der Rolle momentan. So, erstmal beruhigen. Wir haben Zeit. Noch über eine halbe Stunde. Zu Hause gegen die Eintracht. Jansen. Der kaum Spielpraxis hat. Und Zorn mit dem nächsten Fehlpass. Er ist ein Kandidat, gleich rausgenommen zu werden. Inui. Alaba muss mit zurück gegen Matmur, der schnell. Bringt die Flanke. Van Beuten ist zu weit weg. Von Mike Hanke. Und es hätte mich nicht gewundert, wenn der da gerade zum 3:2 eingeschossen hätte. Aber Baumann verhindert. Konter. Und die laufen aber auch scheiße, die HSV-Stürmer da. Reister. Badell. Mit der Flanke. Son geht da nicht richtig hin. Van der Vaart. Kein Abseits. Alaba. Bringt die Flanke rein. Van der Vaart. Badell. Schießt Son an. Das darf alles nicht wahr sein. Cooler Tee zu spät. Aber holt ihn sich dann doch wieder gegen Mike Hanke. Und jetzt wird es wirklich Zeit zu wechseln. Son. Ein Schatten seiner selbst heute irgendwie. Aubameyang. Der probieren wir einfach mal, ihn so hängend hinter Juf aufzustellen. Er kann ja auch in dieser, oder wir stellen, ne, wir machen das so, mal mit Juf hängend hinter Aubameyang. Und Diekmeyer, der ist fertig. Wir bringen Rincon, der sowieso jetzt regelmäßig immer eingewechselt wird. Alaba, schickt Van der Vaart, der hat jetzt Platz. Könnte eine gute Flanke bringen, aber nee. Das war nix. Und so wieder die Frankfurter am Zug. Über Hanke. Dem gelingt wie in jedem Spiel alles. Ich müsste eigentlich nur mal Kante abdecken, dann dürfte da eigentlich nichts passieren, theoretisch. Oh, die Frankfurter, die zaubern hier. Van Beuten vor Mike Hanke, Gott sei Dank. Van der Vaart. Mit dem Außenriss, ein Superball für Badell. Und der spielt ein Tick zu lang. Für Heuminson. Idee war gut. Fast der eigene Konter im eigenen Stadion, aber nicht gut genug zu Ende gespielt. Und wieder Schwegler. Oh, jetzt mal mit dem Fehlpass. Oh, was war das denn? Aber Van der Vaart holt ihn sich zurück. Oh Gott. Das Passspiel war selten so schlecht wie heute. Ich möchte gar nicht die Passquote ansehen. Frankfurt sogar mit mehr Ballbesitz minimal.
Und Mike Hanke zaubert sich durch. Sebastian Jung. Nächste Flanke aber von Beuthen. Der köpft zumindest alles raus. Das kann er. Van der Vaart. Holmenson. Immer noch keine Spielunterbrechung. Keine Chance zum Wechseln. Guter Ball von Alaba. Aber Van der Vaart. Schwierig anzunehmen. Aber ein Spieler seiner Klasse, seiner technischen Klasse, hätte den eigentlich erlaufen können. Kuyate vor Inui. Oh, da wäre Van Beuthen den Japaner nicht hinterher gekommen. Gut, dass der Abwehrchef da so schnell mit zurückgehalten ist. Van der Vaart, Juve. Aber keine Ideen momentan. Juve auf Beister. Kann nochmal seine Schnelligkeit ausspielen. Aber ob Schipka mit dem Fuß dazwischen. Und jetzt mal die Chance zu wechseln. HSV wird gleich doppelt wechseln. Diekmeier schon etwas angeschlagen, hat drei Tage vorher auch schon gegen die Bayern durchgespielt. Für ihn kommt Rincon und Aubameyang kommt für Son. Frankfurt hat ebenfalls gewechselt. Alexander Meyer ist da, glaube ich, gekommen für den schnellen Inui. Nicht unbedingt schlecht für uns. Oh, was war das denn wieder? Da stehen die HSV-Stürmer nicht gut platziert heute. Rincon. Mohamed Juf bietet sich viel im Rückraum an. Bardell. Komm Van der Vaart. Mach ihn nochmal. Er probiert jetzt immerhin, aber findet seinen Meister Kevin Trapp. Und yes! Frankfurt wechselt Mike Hanke aus. Komm Leute, das muss jetzt aber der Sieg werden. Ohne Mike Hanke ist Frankfurt nix. Wer kommt denn da? Erwin Hoffer. Okay, der ist dafür wieder ein bisschen schneller. Aber erstmal die Ecke, 10 Minuten noch, Rafael van der Vaart, komm, ich will nicht in die Verlängerung, und da ist das Tor, und es ist Aubameyang, Einstandstor, keine 3 Minuten auf dem Feld, und da klickt die von mir einfach die Wiederholung weg, was soll das denn, egal, Pierre, Emmerich, Aubergine, wie komme ich auf Aubergine, keine Ahnung, Aubameyang, erstes Tor für den HSV, 3:2. Und jetzt sind die Frankfurter natürlich gefordert. Konterchancen für uns vielleicht. Aber Ju verliert den Ball. Marc Nuhr, der ist auch schnell. Findet Rode, Hoffer, Marc Nuhr. Oh, der ist schneller als Jansen. Der kommt da nicht hinterher. Flanke ist nicht schlecht. Rincon köpft ihn raus. Aber Chance lebt noch, Rode. Und Distanzschuss vom Spiegler. Gott sei Dank. Eine Etage zu hoch. Noch 5 Minuten. Einfach noch weg das Teil. Von Olli Baumann. Aubameyang. Kriegt einen Anspieler. Aber Juve setzt nach. Aber kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Oh, jetzt bloß nicht laufen lassen die Frankfurter. Da kommt Benjamin Köhler. Aber Mike Hanke ist draußen. Da kann doch nichts mehr schief gehen. Oder doch. Kuyate. Wieder entscheidend dran. Aber der Spieler war eine super Verpflichtung, der Innenverteidiger vom SC Anderlecht gekommen. Eine echte Bereicherung. Beißt er mit dem Feder. Aber geht jetzt mal mit zurück. Jetzt gegen Köhler. Der kriegt den Ball mit letzter Kraft zu Rode. Der zu Alex Meyer. Nochmal zurück zu Matmur. Gegen Jansen. Kann sich durchsetzen. Van Beuthen köpft raus. Und jetzt weg. Einfach nur weg. Eine Minute Nachspielzeit. Und er fällt ab. HSV steht im DFB-Pokal. Halbfinale. Nach einer kuriosen ersten Halbzeit 2:2 macht der Joker Aubameyang. Ich taufe ihn jetzt einfach mal auf Aubergine. Pierre Emmerich. Aubameyang mit seinem ersten Tor für den HSV. Und ein ganz, ganz wichtiger Treffer. Zum 3:2. Ich will den Treffer auf jeden Fall nochmal in der Wiederholung sehen, weil er mir vorhin geklaut wurde. Hier ist mal das 1:0. Sehr schön abgeschlossen von Mohamed Juf. Van der Vaart. Das war Bardell mit dem Drehschuss. Dann das 2:0. Ebenfalls nach einer Ecke. Ungewohnt stark nach Standardsituation. Das heißt, Van der Vaart heute mal wieder mit 2 Assists. Hier das Tor von Mike Hanke zum 1:2. Und dann hier sehen wir es, ja, das war unglücklich für den HSV, aber kann halt passieren. Und hier musste Olli Baumann einmal in schwerster Not eingreifen, genau wie hier, nach Stellungsfehler von Van Beuthen. Und hier nochmal Van der Vaart Schuss, der zur Ecke führte, den Siegtreffer brachte von Ilja Aubameyang, Fehler von Trapp.
Und dann hält er den Kopf erst hin und dann nochmal den Fuß. Zum 3:2 Erfolg. Marmajouf, bestbenoteter Spieler. Aber natürlich wird Mike Hanke Weltfußballer-Spieler des Tages. Oh, eine QRT mit einer 8,0. Das ist auch überragend gewesen. Diekmeier heute schwach, ja. Habe ich auch so gesehen. 5,5 nur. Pfannerfahrt, bärenstark. Zwei Torvorlagen. Juf zwei Treffer, Aubameyang ein Treffer. Wunderbar. Das Ziel ist erreicht. Der HV steht im Halbfinale des DFB-Pokals. Kämpft um die Meisterschaft mit in der Bundesliga. Alles bestens. Fünftes Spiel im Jahr 2014 sind wir mittlerweile ja. Der fünfte Sieg. Und wir sehen hier, im Halbfinale treffen wir auf den VfB Stuttgart. Während Borussia Dortmund gegen Werder Bremen spielt. Oh, meine Herren. Warum hat Fußball eigentlich so viel Spannung mit sich? Oder trägt Fußball so viel Spannung in sich? Ich kann überhaupt schon nicht mehr denken, was ich hier sage. Was rede ich da eigentlich jetzt gerade? Lieber mal einen Schluck trinken. Ich glaube, mein Gehirn hat gerade ein bisschen Sauerstoff verloren. Turnierpreisgeld, wie viel bekommen wir denn? Wow, 250.000. Naja, die paar Peanuts nehmen wir natürlich aber gerne mit. Und stehen dadurch im DFB-Pokal-Halbfinale. Und die nächsten Gegner scheinen machbar. Wir müssen zum Tabellenletzten. Greuther führt. Also wenn wir da keine drei Punkte holen, weiß ich auch nicht. Schauen wir mal ganz kurz in den Kalender. Jetzt ist natürlich erstmal Länderspielpause. Eine etwas größere Pause bis zum nächsten Bundesligaspiel. Gegen Fürth, Freiburg. Und danach kommen schon wieder Frankfurt und Bremen. Also nur vier Spiele zwischen der nächsten Länderspielpause. Dann, das ist aber dann auch die letzte Länderspielpause in diesem Jahr. Ich wollte noch mal ganz kurz gucken, wann wir gegen Dortmund spielen. Also die nächsten Gegner sind alle machbar. Dann kommt schon das Halbfinale Anfang April. Oh, die ganzen harten Gegner kommen da zum Schluss. Dann Düsseldorf, Nürnberg, Hoffenheim. Jo, die ganzen harten Gegner kommen zum Schluss. Leverkusen, Schalke, Dortmund und Hannover. Zu Hause gegen Hannover immerhin am letzten Spieltag. Mal schauen, wie viel bis dahin entschieden ist und um wie viel es für den HSV da möglicherweise noch geht. Meisterschaft, Champions League, vielleicht nur noch Europa League. Wir können natürlich auch noch zurückfallen, aber schaut euch doch mal dieses Jahr an. Gegen Frankfurt 3:2 gewonnen. Immer sehr knappe Siege. Gegen Bayern 2:1. Gegen Wolfsburg 3:2. Gegen Köln 2:1. Gegen Stuttgart 2:1. Schon fast so ein Standergebnis. Wir gewinnen zwar immer nur mit einem Tor Vorsprung. Aber Sieg ist Sieg. Und die Punkte kann uns keiner mehr nehmen. Jetzt hat der HSV aber erstmal Pause. Ich glaube, für meine Nerven ist das ganz gut. Die nächsten beiden Spiele mit der Elfenbeinküste kann ja ein bisschen entspannter dran gehen. Gegen Norwegen spielen wir als erstes und danach internationales Testspiel. Und danach spielen wir gegen die Spanier. Da bin ich mal sehr gespannt. Da haben wir, glaube ich, im Confed Cup letztes Jahr haben wir da verloren oder unentschieden gespielt. Ich glaube sogar unentschieden gespielt, aber es hat am Ende nicht gereicht, um die Gruppenphase dann zu überstehen. Vielleicht können wir das den Spaniern deswegen mal ein bisschen heimzahlen. Und wir haben ein paar Spieler für die Ivora nominiert. Okay, viele waren das nicht, vielleicht 4, 5 Stück, die wir bislang noch überhaupt nicht berücksichtigt hatten. Die will ich auf jeden Fall zumindest im ersten Spiel in Norwegen testen. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder dabei bei Let's Play FIFA 13. Länderspielpause mit der Elfenbeinküste gegen Norwegen.